Am Dienstagabend wurde das vorläufige amtliche Endergebnis für die Kommunalwahl in Stuttgart bekannt gegeben. Der neue Gemeinderat ist bunter geworden und setzt sich wie folgt zusammen. Die Grünen sind die neue, stärkste Kraft und kommen auf 16 Sitze. Die CDU dagegen verliert die Spitzenposition und stellt zukünftig nur noch 11 Sitze. Auch die SPD verkleinert sich und kommt nur noch auf 7 Sitze. Die FDP freut sich über 5, die Freien Wähler stellen 4 Sitze, genauso wie die AfD. SOS und Linke erhalten je 3 Sitze. Die Statisten verdoppeln sich und haben nun 2 Sitze. Jeweils einen Sitz erhalten die Piraten, die Junge Liste, die Tierschutzpartei, die Partei und das Bündnis Kein Fahrverbot. Stimmkönigin der Wahl ist Gabriele Nuber-Schöllhammer von den Grünen. Sie konnte als einzige Kandidatin über 117.000 Stimmen für sich verbuchen. Also es hat ganz viel Freude in mir ausgelöst. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ich finde, wir als Grüne haben viel gearbeitet. Aber im Moment bin ich eigentlich ein bisschen auch sprachlos, obwohl ich jetzt oft darauf angesprochen werde. Also ich muss mich ein bisschen sammeln, ehrlicherweise. Ja. Also wir müssen das natürlich noch mal genau angucken. Es hat ja jetzt ganz schön große Verschiebungen gegeben. Wir haben auch viele kleinere Parteien dabei. Wir haben auch viele Parteien, wo eine Person jetzt im Gemeinderat ist. Da denke ich, müssen wir auch Gespräche führen nochmal. Wo stehen diese einzelnen Personen, mit welchen Inhalten stehen sie? Alexander Kotz von der CDU führt ab sofort nur noch die zweitgrößte Fraktion an. Also natürlich unschön, diese Verkleinerung. Wir hätten es uns anders gewünscht. Das bedeutet natürlich für die Fraktion mehr Arbeit pro Kopf, pro Stadtrat, die Stadtbezirke zu betreuen, die Themen zu betreuen, die natürlich ja eher mehr werden im Laufe der Zeit. Aber es ist ein aktives Team, in weiten Teilen ein erfahrenes Team. Insofern können wir da gut drauf aufbauen und wir werden in den nächsten 5 Jahren auch noch besser werden, sodass das Ergebnis, wenn Sie mich in 5 Jahren dann hier interviewen, sicherlich noch wieder deutlich besser sein wird. Am 25. Juli werden die frisch gewählten Gemeinderäte dann im Rathaus ihre erste Sitzung abhalten.